Abschnitt 72. Mit einem Satz bist du aus dem Bett. Elvira legt sich nieder. Sorgfältig breitet sie ihr weißes Sauterkleid auf der Decke aus. Ihre langen roten Haare schmiegen sich wie ein Fächer auf das Kissen. Ah, seufzte sie. Ein richtiges Bett. Dann schließt sie die Augen. Hoffentlich schläft sie nicht zu lange, denkst du. Du musst sie doch so viel fragen. Und du hoffst, dass sie in besserer Stimmung ist, wenn sie aufwacht. Genau 2 Minuten lang macht sie ein Nickerchen. Dann schlägt sie die Augen auf. Du stellst fest, dass das grüne Funkeln darin verschwunden ist. Ah, regelte sich Elvira. Das ist schon besser. Jetzt, da sie wach ist, weißt du nicht recht, wo du anfangen sollst. Deine Nerven sind zum Zerreißen gespannt, sodass du kein Wort rausbringst. Aber du musst es unbedingt wissen. Warum bewegen sich die Gräber? Fragst du schließlich. Was geht hier vor? Es ist der Fluch der Ruhelosen, antwortete die Gespensterfrau. Wir ziehen in dieses Haus. Wir alle. Alle? Was hat das alles zu bedeuten? Schnell weiter zu Abschnitt 106.